So, weil ich bin krank und habe deswegen ein Fresspäckchen bekommen. Ui, 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 ui. Ziemlich groß. Ja, das ist ziemlich groß. Ja, fein. Vielleicht gibt es ein bisschen Katzenfutter, jawohl. So, und zwar, dieses Paket ist ziemlich weit unterwegs gewesen, nämlich aus Schauenburg. Schauenburg. In der Nähe von Hof. Jo. Guti, guti, guti. Und da freuen wir uns drüber. Hinten steht nochmal drauf, MRE. Lustig. Ich hoffe, es hält länger wie nur einen Tag. So. Messer, wo bist du? Hier. Schlitz. Ich hoffe, hier sind gute, feine Sachen drin. Es wurde schon divers etwas angekündigt, deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Bitte nicht werfen, steht drauf. Da freuen wir uns. Und hier sind wirklich nur feine, feine Sachen drin. Da freuen wir uns hier drüber. Ui, das ist aber schön. Da freue ich mich drüber. Ui. Und zwar ist das von Lukas. Steht hier drauf. Genau. Wo ich mich letztens über dieses ominöse blaue Feuerzeug von irgendeiner AfD-Partei, ich kenne die natürlich gar nicht, bemängelt habe, das Feuerzeug war leer. Diesmal kommt ein E2WS-Feuerzeug, hat er extra draufgeklebt. Und dieses ist wohl gefüllt. Ja, ja, es geht. Da freuen wir uns drüber. Jetzt kann ich nämlich die Kerzen wenigstens anmachen, die hier reichlich mitgeschickt wurden. Na, jetzt kann ich mir hier drinnen taghell machen und auch ein bisschen warm. Ich hoffe, der Fokus funktioniert noch. Ein kleines Stückchen für mich. Ja, ohne Kameramann ist das alles nicht so einfach. Schon mal zwei gute Sachen dabei. Und hier ist nämlich noch was ganz Schönes. Da freue ich mich drüber. Rock Trail. Das sagt mir jetzt nichts. Ein schönes Taschenmesser. Ganz Stahl. Ein bisschen schon benutzt gewesen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. ADW. Leute, kann dazu jemand was sagen? Diese Firma sagt mir gar nichts. ADW. Und hier hinten ist auch noch eine, ich tippe mal auf eine Stahlnummer drauf. So. In der Hoffnung, dass einer von euch sich auskennt und mir da was erklären kann. Ansonsten ist das eigentlich ein ganz normales Multifunktionsmesser. Ich baue es jetzt nicht komplett auseinander. Ach, mit Lupe ist mit dabei. Das kann man ja mal gesondert vorstellen. Bitte schreibt mal was in die Kommentare, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Also ihr wisst ja, Taschenmesser freue ich mich sehr. Alle Arten Taschenmesser freue ich mich sehr drüber. Kommt sofort in die Sammlung, Lukas. Vielen Dank. Ja, Mensch, Mietzi, was ist denn los? Hast du was geschnuppert hier drinne? Das ist immer gut und gern gesehen. Hackfleisch-Käsetopf, ganz lecker. Ui, das ist ja wirklich ganz lecker. Freunde, guckt euch das mal an. Ein wunderbares Fresspäckchen. Oh, da freue ich mich drüber. Also von den Dingern kann man gar nicht genug haben. Das ist ja auch genau die richtige Sorte. Also das ist hier von Cornelia und Lukas. Da freue ich mich drüber. Aber woher wusste sie jetzt, was die richtige Sorte bei mir ist? Das habe ich gar nicht mitgeschnallt. Vielen Dank, wurde sehr, sehr gebraucht. Wenn ich nämlich zu Hause bin, ist es mit Kochen ruckzuck alle. Und die Gaslaterne, die ich schon mal gereviewt habe, ebenso. Spargelcremesuppe. Super lecker. Jo, das ist lecker, da freue ich mich drüber. Kekse. Das ist ja vom Feinsten. Die ganz großen Teelichter. Wunderbar. Ey, Mietzi, nein. So.
Das sind, Freunde, das sind die leckeren Soßen, die es bei McDonald's dazu gibt. Nehme ich gerne. Die schmecken echt lecker. Die könnte ich auch so löffeln. So, ach, gucke mal hier. Miezi, Miezi, Miezi. Endlich das erste Paket mit lecker Katzenfutter dabei. Ja, fein, das Geräusch kennst du. Guck mal hier. Vielen Dank übrigens im Namen der Katzen. Weil aus Armutsgründen mussten inzwischen meine Katzen umsteigen von lecker Frischfleisch-Leckerchen auf Trockenfutter. Das mögen Katzen nicht wirklich. Hier sind noch die Kerzen. Wunderbar, also heute kann ich ja richtig die Bude warm machen. Noch mehr Katzenfutter. Wunderbar. Das ist ja wirklich vom Allerfeinsten. Da gibt es heute Abend ein leckeres Fresserli. Paderborner. Das ist ja vom Leckersten. Kenne ich überhaupt noch nicht. Das ist ja super. Es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass ich gerne Energy-Drink mag. Und das müssen nicht mal die teuren sein. Ich mag auch die günstigen. Das ist total wurscht. Noch mehr Katzenfutter? Ja, da werden die sich ja freuen. Die werden mich nachher gleich belagern, die Viecher. So. Instant-Nudel vom Asien, von Asiamarkt. Green Garden. Lecker. Chili con Carne schmeckt immer sehr gut. Ja, da freue ich mich super drüber. Noch mehr Nudeln. Mit Hühnerfleischgeschmack. Wunderbar. Astra-Urtyp. Astra-Bierchen schmeckt natürlich auch wunderbar. So. Und noch mehr Miezi-Futter. Ui. Feuertopf. Ein Feuertopf ist gut. Den kenne ich noch von früher. Ganz lecker. Und Gulaschtopf. Auch lecker. Also dieses MRE reicht ja nicht bloß für einen Tag, sondern für mehrere. Rindergulasch. Das ist was Feines. Ein feines Leckerchen für den Abend. Putenfleisch. Habe ich noch nie probiert. Wie ein Rinderaspik. Das kenne ich noch nicht. Habe ich noch nicht getestet. Frühstücksfleisch, ganz lecker, esse ich auch wirklich sehr gerne. Und hier ist nochmal schön Katzenfutter. Und dann haben wir alles durchgesehen. Wunderbar. Wunderbar. So, da bin ich wieder. Ja, Freunde. Also da freue ich mich doch über dieses wunderbare Fresspäckchen vom Allerfeinsten. Ihr müsst natürlich nicht solche großen Päckchen schicken. Kostet auch alles eine Menge Geld. Also als Unterstützungspaket hätte ich auch bloß Katzenfutter gerne genommen. Oder vielleicht doch Katzenstreu, wenn die Miezen wieder im Winter ans Haus möchten. Hm. Da braucht jede ihr privates Katzenklo. Ne, Miezi? Aber erst werden die Zecken rausgekämmt, ne? Ja, wunderbar. Ja. Euch soll es ja gut gehen, ne? Bedank dich in die Kamera. Ja. Also ich bin sehr angekratzt, deswegen mache ich heute auch nicht so lange. Bin auch nicht so zu Scherzen aufgelegt. Aber das Paket musste jetzt durchgesehen werden, weil es steht schon 2 Wochen hier. Und jetzt können wir uns erstmal was Leckeres zu essen machen. Und dann haue ich mich auf die Couch, weil ich muss mich ein bisschen kurieren. Und vielen Dank nochmal an euch beide. Wieso ist denn jetzt hier schon eine Fliege drin? Meine Fresse, ey. So. Also wer mich irgendwie unterstützen möchte, kann uns anschreiben, ganz normal im YouTube-Chat und mal anfragen. Wir wollen auch das irgendwie so machen. Haben wir immer noch nicht gemacht, dass wir uns eine Adresse suchen, wo wir alles hinschicken lassen können. Oder ihr fragt einfach an und wenn es vertrauenswürdig klingt, dann erfahrt ihr auch hier die Privatadresse. Und wie gesagt, ein kleines Winzig-Päckchen reicht schon Unterstützung.
eine feine Sache für den Winter. Ein bisschen Vorräte angelegt werden. Wir wissen nicht, was noch passieren wird. Hier wird das Gas gebunkert. Das ist gut. Okay, Freunde. Und danke fürs Katzenfutter. Danke für das Päckchen. Danke, Lukas, übrigens. Danke für das schöne Messer. Das werden wir nochmal gesondert in die Kamera reinhalten. Ist ja ganz ähnlich wie ein Schweizer, aber wie gesagt, die Firma kenne ich nicht. Vielleicht schreibt mal jemand was in die Kommentare, da freue ich mich immer. Miau, 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 miau. Jetzt gibt es erstmal schönes Katzenfutterchen. Noch ein Türchen für den Alten, ne? Ab auf die Couch. No. Lasst euch gut gehen. Corona habe ich nicht. Ich habe schon zweimal getestet. Es scheint doch eine Grippe zu sein. Ich sag mal so, die Arbeit bei strömenden Regen draußen in der Kälte ist nicht mehr so die Sache von mir. Dabei ist noch nicht mal richtig kalt. Das kommt ja erst noch im Winter. Also auf lange Sicht ist der Job wohl wahrscheinlich auch nichts für mich. Oder ich müsste mal eine Weile ausfallen. Ah, Freunde, Freunde, Freunde. Wie gesagt, ansonsten sieht die Sache gar nicht mal mehr so rosig aus hier. Wahrscheinlich ziehe ich hier auch bald wieder aus. Weil die Kosten erschlagen einen. Naja. Tschüss, Freunde. Und danke für dieses super Paket. Ich habe schon gelesen, es kommt bald noch ein kleines als Notfallpäckchen für den Kranken. Ich hoffe, es trifft bald ein. Bevor ich hier eingegangen bin an der bösen Grippe. Da freue ich mich jedenfalls sehr drüber. Danke. Tschüss. Miau, miau. Wo ist das Katzenfutter?